So, mal gucken, weil eigentlich will ich den auch nehmen. Eigentlich will ich den auch, weil der ist halt, also das ist halt schon, oh, warte mal. Da ist er. Okay, die Rückleuchten sehen ganz schön scheiße aus. Der Spoiler kann schon was. Wie sieht das mit dem? Oh mein Gott, der ist ja noch mal besser. Hier ist mal ein Handling und Beschleunigung. Ja, also, was soll ich anders sagen? Was anderes bleibt uns nicht übrig. Also, wir müssen den nehmen. Wir müssen den nehmen. Was anderes bleibt uns nicht. Der ist halt besser in allen Belangen. Ja, ich möchte den eintauschen. So, aber was wir bei dem jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist so ein paar Sachen bearbeiten. Ich würde den Spoiler hinten auf jeden Fall lassen. Also den hier. Vorne. Standard ist halt auch schon geil. Und ich finde das gut. Das kommt halt, also das Ding kommt halt sehr nah ran an das Original. Ist halt ein bisschen größer. Das ist bereits dann logischerweise. So, hier hinten müssen wir mal gucken, weil das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Standardding. Ah, das ist halt schon ganz geil, das Standardding halt da, ne? Boah, ich überlege sogar fast, das Standardding zu nehmen. Ich muss erstmal tatsächlich. Das bleibt alles so, wie es ist. Und da hier oben würde ich es auch sagen, dass wir den so lassen. Ich muss erstmal die Rückleuchten machen. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema. Weil die können wir eigentlich nicht so machen, wie die da sind. Da müssen wir die Standarddinger nehmen. Das geht nicht anders. Wir verlieren 4 Style-Punkte. Wobei, nee, verlieren wir gar nicht. Wir verlieren einen. Aber wir müssen die Standarddinger nehmen. Das ist einfach Nissan Skyline. Das muss einfach so. Da würde ich fast die nehmen. Die sind ein bisschen aggressiver. Da würde ich es quasi auch bei denen belassen. Und wir machen es einfach einen kleinen Ticken aggressiver. Durch das Ding oben drauf. Auspuff. Da müssen wir nochmal gucken. Da muss es eigentlich das große Rohr bleiben. Da können wir nichts anderes machen. So. Dann gucken wir hier dann doch nochmal hinten. Mit den Rückleuchten können wir nochmal schauen, dass wir da nochmal ein bisschen was hinkriegen, was vielleicht ein bisschen geiler aussieht. Das Skyline ist ein bisschen scheiße mit der Farbe tatsächlich. So, das ist das Standardding. Wir büßen da halt schon dann auch an Style ein bisschen was halt ein. Wir müssen dann, glaube ich, noch ein paar neue Dinger dann haben. Ich glaube, wir lassen es erstmal dabei. Was wir jetzt aber auf jeden Fall tatsächlich leider machen müssen, ist, ich glaube, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir die Farbe ändern. Beziehungsweise wir gucken erstmal mit den Vinyls. Ich finde den immer noch eigentlich ganz cool. Aber ich finde, die Farbe passt nicht so gut zu dem Auto. Und das Vinyl auch nicht. Kann mich täuschen. Kann sein, dass ihr jetzt da sagt, so, was machst du da gerade? Aber ich würde halt nochmal gucken, dass wir da nochmal schauen. Macht auch an Style, macht das ja gar nichts quasi. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Das hinten sieht halt schon echt, das sieht ein bisschen scheiße aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind es, glaube ich, die Drachen passen, glaube ich, besser zu diesem Auto. Oder das halt wieder. Ich wäre fast mit dem gegangen. Können wir ganz kurz hinten nochmal gucken, ob hinten noch irgendwie was drauf kommt hier. Mit dem kommt halt das wieder hinten drauf. Wir machen es erstmal anders. Ich lasse es erstmal kurz weg. Und wir gucken erstmal hier Farbe. Weil ich finde, zu diesem Auto passt meiner Meinung nach irgendwas Blaues. Irgendwas Blaues passt zu diesem Wagen hier einfach ein bisschen geiler. Das ist zu hell. Wir haben jetzt den da, ne? Ah, das ist alles nicht so ganz so das, was ich mir jetzt erhofft habe. Perlglanz oder halt so ein dunkles Blau. Das ist auf jeden Fall zu hell. Das sind halt alles nicht so Farben, die halt jetzt hier so einen Farbverlauf haben, den ich eigentlich ganz geil finde. Ich finde ja auch leider nicht so das Blau, wo ich jetzt sage, so ja, das Blau ist es. Das sieht ganz cool aus eigentlich. Aber ich fühle den halt einfach in so einem richtig geilen Blau. Jetzt gucken wir mal, dann gehen wir nochmal hier zurück. Das ist dunkel. Das ist nicht... Ah, einen kleinen Ticken dunkler müsste es noch sein. Ah, ich finde hier nicht so ganz so das Blau, was ich jetzt, wo ich jetzt sage, hier, das ist alles ein bisschen zu dunkel.
Ich finde hier nicht das Blau, was nicht dieses typische Nissan GT-R, Bro. Das passt schon relativ gut, glaube ich. Es ist nur ein ganz kleinen Ticken zu dunkel. Es ist irgendwas hier so dazwischen. Aber es ist, das sieht wieder ein bisschen zu dunkel aus. Irgendwie. Ah, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Es tut mir leid, dass wir jetzt hier so ein bisschen rumhantieren. Und wir drehen halt komplett am Rad. Das hat halt eigentlich auch was, ne? Ich glaube, wir gehen mit dem. Ich glaube, ich nehme das. Felgen würde ich jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen Richtung Dings gehen. Richtung Gold. Das hat was. Auf jeden Fall. Spoiler hinten. Können wir auch in Wagenfarbe dann theoretisch machen, ne? Oder doch in Schwarz. Nee, das sieht nicht gut aus. Man, das mal in dem. Wir machen das als Kontrast in der Farbe. Das bleibt in so einem Gold. Da würde ich es tatsächlich in Rot lassen. Das hat was. Den lassen wir so, wie er ist. So, auf jeden Fall lassen wir das mal so. So, und jetzt gucken wir mal, welches Menü da ganz gut zu passt. Das passt halt... Boah, Junge, okay. In der Farbe... Alter, okay. Ja, okay. Da muss ich sagen, das hat dann wieder was anderes tatsächlich. Das sieht dann wieder irgendwie sick aus. Andere Sachen nicht ganz so geil. Wir gucken mal nach unserem Drachen hier. Ah, der kommt nicht mehr ganz so raus. Wir müssen mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was dran machen können. Okay, gar keinen Fall. Aber das ist natürlich schon... Da kann ich aber farbenmäßig nichts dran ändern, ne? Ne, da kann ich farbenmäßig nichts dran ändern. Okay, also in der Farbe ist das dann nochmal wieder anders geil. Ich muss sagen, der Wagen ist geil, aber ich finde es super schwer für den hier die passenden, also quasi das passende Farb-Vinyl-Dings zu finden. Weil einfach der GTR, weiß ich nicht, der braucht so eine ganz spezielle Farbe. Und irgendwie kommt die hier gerade nicht so ganz rüber, meiner Meinung nach. So, was ist denn hier eigentlich der Standardreifen? Das ist der Standardreifen. Das ist halt auch schon ganz nice, ne? Oh, ja, mit dem BBS kommen wir natürlich da schon ziemlich gut in der Richtung. Auf gar keinen Fall. Oh, ja. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Also die BBS-Felgen haben mich da schon... Nee, die kommen ein bisschen zu weit raus. OZ. Nee, auch nicht. Nee, es sind die BBS-Felgen, meiner Meinung nach. Die hier. Die passen da ziemlich gut zu. Die könnten noch ein bisschen tiefer reingehen, tatsächlich. Also, sie sehen ein bisschen Kleinticken. Ne? Also, sie könnten ein bisschen tiefer, also die Speichen könnten ein bisschen tiefer im Rad quasi drin sein. Aber ich finde, das passt schon so mit am geilsten dazu. Boah. Ist schon nice. Ist schon geil. Jetzt gucken wir uns das mal an, was der Wagen so kann. Wenn er nichts kann, dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen natürlich auch alles wieder quasi zurück machen, aber ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. So, was wir jetzt noch brauchen natürlich ist Zubehör. Oh, shit. Falsche Richtung. Zubehör und Neonräumen. Pink pulsieren, Weinrot. Pulsieren, das machen wir. Bam. Rein damit. Also ich muss sagen, der Wagen an sich wahrscheinlich richtig geil. Ich finde alle Kombinationen, die jetzt hier irgendwie sind, finde ich nicht so, dass ich sage, so dieser Wagen so, boah, ja, holy shit. Das ist die Farbe. Ich finde das ultra schwer für den Wagen, weil ich so eine Vorstellung habe von dem Wagen, wie er sein muss. Und leider matcht das alles gerade nicht so hundertprozentig. Wir haben anscheinend ein Drag-Turnier und jetzt gucken wir mal, was der Wagen so kann. José, 10.000! Boah, jetzt geht's los. Also jetzt kommen hier wirklich die krassen Dinger. Jetzt kommen hier wirklich die krassen Dinger. Wir müssen uns natürlich wieder neu an den gewöhnen. Wir wissen aber, dass wir mit dem anderen auch eine sehr gute Alternative da haben. Okay, der sieht jetzt in dem Licht, muss ich sagen, sieht der dann doch mal noch mal ein bisschen anders geil aus. Alter, müssen wir hochdrehen. Alter, was? Okay, kurz vor den neuen. Scheiße. Okay, also wenn der perfekt geht, dann geht der komplett steil oder quer. Der geht ja komplett weg. Ja, das machen wir nochmal neu. Da muss ich jetzt nochmal, also das, ich glaube, das wird super schwer, wenn wir das nicht abschließen, wenn wir das letzte ins Ziel kommen. Und vielleicht nicht Erster werden. Aber
Boah. Okay. Da oben sind wir irgendwo. Da kann ich jetzt halt nichts machen, außer halt hinter dem zu hängen. Piss dich da mal. Verpiss dich doch! Ja. Da habe ich jetzt einfach ganz viel verloren, weil der Kollege da vorne einfach uns einfach nur blockiert hat. Das kannst du keinem erzählen. Ja, Kollege, scheiße. Und ich habe die ganze Zeit rechts gedrückt. Ich wollte die ganze Zeit rechts rüber. Und als ich dann rechts rüber gekommen bin, hat der Wagen, also ich weiß nicht, ob der gebremst hat vor uns oder so, aber hat einfach komplett an Geschwindigkeit verloren. Wir machen das mal nächste Rennen. Wir probieren es aus. Ich weiß, ich bin wieder ballsy. Das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich hier schon sehr viel an mich beliebe. Dass ich glaube, dass ich das schaffe. Aber, ja, wir gucken mal. Ja, wir müssen mal schauen. Ich muss da nochmal. Wir müssen gucken, dass wir den blau geben, den Wagen. Also jetzt momentan. Der geht halt komplett quer. Das ist halt so krass, wirklich. Das ist so krass. Schlecht geschaltet. Ah, ich darf nicht schalten, wenn ich das Intro benutze, wirklich. Was macht er denn? Was macht er denn? Okay. Das ist tatsächlich eine andere Liga mit den Wagen. Der ist halt... Der ist komplett... Also ich habe nichts getan. Der Wagen hat da komplett hier die Dings verloren. Wir müssen es nochmal machen. Das werden wir nicht mehr schaffen. Das wäre jetzt wahrscheinlich so oder so schon vorbei gewesen. Den ersten holen wir dann nicht mehr. Also der Wagen geht halt komplett riot, wenn du halt vom Start weggehst. Das ist halt so krass. Das fühle ich leider überhaupt nicht. Oh, Alter. Okay, das war jetzt wieder ein bisschen lucky. Jetzt haben wir kein Nitro mehr. Ach, die waren das. Die waren das. Da müssen wir die rechte Spur nehmen. Wir haben zumindest jetzt ein paar Punkte gut. Ich finde das so krass, dass diese Pylonen einen so krass ausbremsen. Okay. Verstanden, verstanden. Machen wir nächstes Mal nicht nochmal. Scheiße, der Wagen geht nämlich richtig gut ab. Nächstes Rennen, dann gucken wir mal. Der Wagen geht richtig gut ab. Du musst unfassbar aufpassen mit dem Schalten. Aber der Wagen gleichzeitig verliert auch sehr gerne, wie ihr seht. Also vor allem am Anfang. Der geht so krass ab. Der hat so viel Power, dass der komplett riot durch die ganze Gegend geht, ey. Ja, und... Ja. Was soll ich da tun? Also ganz ehrlich... Okay. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ich gucke nochmal. Ja, das ist... Was soll ich machen? Wir gucken jetzt nochmal, weil das ist natürlich jetzt wirklich eine Sache, dass der da so absolut durch die Decke geht. Das ist halt wirklich eine Sache, die gefällt mir halt überhaupt nicht. Ich muss euch tatsächlich sagen, ich bin hier jetzt noch nicht im normalen Rennen gefahren, aber ich bin wirklich... Ja, ich könnte das noch schaffen. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich echt ein bisschen enttäuscht bin von dem Wagen. Einfach weil der so unfassbar... Also der ist ja so... Der geht ja so unfassbar krass durch die Decke. Der dreht einfach so krass am Rad und der kommt da, also der ist so überpowered. Ja. Der Wagen ist so überpowered. Ja gut, da machst du jetzt nichts. Deswegen mache ich das auch nochmal. Also alles, wo ich jetzt hier nicht irgendwie einen Einfluss drauf habe, wie das jetzt zum Beispiel, dass der da volle Kanne in diesen Wagen reindonnert. Oh, das war ganz blöd. Da muss ich gerade mal komplett, um aus dem, da unten aus dem Loch rauszukommen. Sieht sehr gut aus. Scheiße. Einmal verschaltet und dann waren da wieder die Pylonen. Das ist unglaublich, aber die Pylonen machen so einen Unterschied. Das ist so krass, was die an Unterschied machen.
Da waren wir eigentlich gut dabei. Es waren die Pylonen. Es waren die Pylonen. Ja, und jetzt ist es dann, glaube ich, wirklich dann... Ah, das ist sogar das ganze Turnier dann. Ah, lol. Okay, krass. Wir gucken mal. Zumindest Dritter. Aber, boah. Okay, das könnte jetzt wirklich hier... Das könnte uns wirklich ein bisschen brechen. Und das liegt wirklich... Also, ich bin wirklich gerade wirklich am Überlegen, einfach nur wieder zurückzugehen auf den anderen Wagen. Weil das wirklich nur an diesem Nissan liegt. Dass der halt komplett durch die Decke geht hier. Dass der Wagen einfach komplett Riot geht. Ja, ich krieg die Kurve nicht. Also das ist kein Scherz. Ich krieg die Kurve nicht. Der kriegt die Kurve nicht, obwohl ich nach links drücke. Also ich kann nichts machen, dass der nicht gegen diese Wand fährt. Das gibt's gar nicht. Das gibt es nicht. Da müssen wir mal gucken. Also für mich ist es dann vielleicht die Sache, dass wir als Erster dadurch, also quasi als Erster uns vor alle anderen setzen. Aber müssen wir mal gucken hier. Ich muss mir ein bisschen das Nitro aufsparen. Wir gucken mal, dass wir jetzt hier quasi anderweitig hier erstmal mit dem Kollegen hier was schaffen. Dass ich mir das Nitro für gleich aufspare hier hinten. Schlecht geschaltet. Ja, du mich auch. Ja, und dann sowas natürlich. Boah, schaffen wir das? Das schaffen wir! Ja, Mann! Alter. Boah. So, und jetzt ist wirklich die wichtige Sache. Jetzt ist wirklich die wichtige Sache, dass wir mit dem Wagen... Jetzt haben wir es nämlich gerade mal geschafft, dass wir da vorne sind. Jetzt müssen wir gucken, dass wir keinen Totalschaden machen, dass ich rechts rüberkomme. Ich muss gucken, dass ich nach rechts komme. Dass ich mich vor die anderen da setze und dass wir mal rechts rumfahren. Links hat bisher nie geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Hä? Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich, das gibt es nicht. Wirklich. Ich falle hier vom Glauben ab. Ich falle hier vom Glauben ab, dass dieser Wagen dagegen diese... Oh, ey, wirklich. Ja. Also es ist wirklich... Ich muss neu starten, weil der Wagen natürlich total Schaden hat. Kann ich auch nur das Rennen neu starten oder macht das Turnier? Wir gucken das Rennen jetzt hier. Wir gucken mal, dass wir jetzt weiterkommen. Das war zu viel. Alter Junge, der ist einfach, ja, keine Chance, keine Chance, keine Chance. Du kommst da nicht rüber, also ich komme nicht rechts rüber. Das wird nicht funktionieren und diese, wirklich diese Pylonen nehmen uns alles raus, alles, alles. Das gibt's nicht. Ja, wir werden jetzt hier so lange durchmachen. Und dann schieben die mich halt auch jedes Mal da wie die Bescheuerten weg. Verpisst euch, allesamt. Jetzt hat's mal geklappt. Scheiße. Da will der nicht wieder links rüber wegen dem anderen Wagen. Oh Mann, das war richtig gut jetzt. Also wir müssen ein bisschen hinter dem bleiben. Es frustriert mich gerade ein bisschen. Ich glaube, man merkt das vielleicht, weil ich einfach... Also ich habe mir erstmal von dem Wagen mehr erhofft. Und dann ist es halt auch wirklich, dass hier so viele... beschissene Zufälle irgendwie auch noch mit dazu kommen. Dass es uns hier gerade wirklich, dass es gerade wirklich dafür sorgt, dass wir hier echt Probleme kriegen. Echt Probleme haben. Jetzt gehen wir jetzt mal ein bisschen aufs Fahren. Weiter rüber, danke. Das hätte nicht geklappt. Ich hätte nicht rechts rüber gekonnt, weil die anderen Wagen da waren. Ich hätte es nicht geschafft. Ich hätte es nicht geschafft. Der andere Kollege ist auch gecrashed. Boah, alle Totalschaden, bis auf den einen. Okay. Wir kommen hier an sich ganz gut raus. Ich habe inzwischen die Schaltpunkte ganz gut raus.
Können wir auch hinter dem Kollegen ganz gut hinterherziehen. Oh shit. Ich hatte die Hoffnung, dass ich es schaffe. Das war jetzt mein Fehler. Ich hatte die Hoffnung, dass ich da quasi so an dem vorbeikomme. Aber es hat nicht geklappt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, wir machen weiter. Wir machen weiter. Ey, ganz ehrlich, ich bin hier, ich will das schaffen. Wir schaffen das auch. Wir werden das schaffen. Das war richtig scheiße. Jetzt rückt er mich hier weg. Ach, und dann das wieder. Ja. Dann nimmt er die Kurve wieder nicht ordentlich. Oh, Mann. So. Ich glaube, ich werde das hier mal so machen. Pass auf, wir machen das mal so. Ich will euch das auch so ein bisschen ersparen, weil das ist halt schon... Ne? Ist vielleicht dann nicht ganz so spannend, aber ich will euch hier auch nicht... Ich weiß übrigens nicht, welche Spur der sich da immer automatisch rausnimmt. Deswegen fahre ich da mal so links und rechts, weil ich ja gucken muss, dass wir irgendwie in die richtige Spur kommen. Verpiss dich! Das kannst du mir nicht erzählen, wirklich. Das kannst du mir nicht erzählen. Da drückt der uns da rein, dass wir da nicht... Ganz ehrlich. Wir machen es jetzt so. Wir machen es jetzt so. Ich weiß, es ist für euch ein bisschen unspannend, aber ich will jetzt hier die Folge quasi so nicht in die Länge ziehen, weil es ist ja für euch auch scheiße. Für mich ist es scheiße, für euch ist scheiße. Wir machen das jetzt so. Ich werde jetzt hier einen Cut setzen und quasi dann das Rennen hinschneiden, wo wir es dann geschafft haben. Weil, ich ziehe das hier so in die Länge. Ich weiß, es ist vielleicht scheiße. Aber ganz ehrlich, wenn ihr mich die ganze Zeit hier failen seht, das ist ja auch scheiße. Ich will ja auch hier, ich sag mal, das Let's Play zumindest so ein bisschen voranbringen. Vielleicht kann ich auch so eine kleine Montage da schneiden, von wegen, wie gut das alles geklappt hat, bis zu dem Moment, wo es dann mal klappt. Ja, ich werde mir da was überlegen, aber auf jeden Fall, dass es für euch nicht ganz so langweilig ist, dass wir jetzt hier jedes Mal dieses Rennen neu starten müssen und das einfach nicht funktioniert. Deswegen, ja. Wir sehen uns dann quasi so richtig mit dem Commentary dann wieder, wenn wir dann hier die richtige Runde dann mal haben, ne? Ich werde natürlich trotzdem jetzt nochmal weiter kommentieren, aber scheiße, wieder übertourt. Aber irgendwie muss ich ja hier mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen was reißen. Kannst ja wirklich keinem erzählen. Come on. Ah, und dann wieder so ein blöder Jump da. Scheiße. Oh mein Gott, ist es das? Das wird's nicht. Wir sind zu langsam. Wir sind minimal zu langsam. Scheiße. Zumindest haben wir es jetzt geschafft, ey. Oh, zum Glück hat das nicht so lange gedauert, ey. Oh. Alter, wirklich, es ist einfach nur zum Kurzen. Es war ja zum Glück jetzt das dritte Rennen, wo wir zumindest jetzt hier weiterkommen.